Hallo! So, diesmal machen wir das erste Mal eine Serienfolge. Ich habe total lange darüber nachgedacht, was ich denn überhaupt als erste Serie vorstellen soll und ob es irgendwie eine Serie sein soll, die ich total geil finde oder ob ich einfach irgendwie so das sagen soll, was ich gerade noch gucke, damit ich mich da irgendwie dran erinnere. Und dann hatte ich aber zwischenzeitlich irgendwie so ein Gedankenblitz von der Serie, die ich eigentlich schon zu Ende geguckt habe, die ich aber eigentlich so gut fand, dass ich sie mir tatsächlich sogar noch ein zweites Mal angucken würde, was ich nicht getan habe, aber ich würde sie mir nochmal angucken. Und deswegen dachte ich mir, wenn eine Serie schon so gut ist, dass ich sie mir tatsächlich ein zweites Mal angucken würde, dann wäre das was, was ich auch dann vorstellen könnte und wo ich mir auch vorstellen könnte, das als erstes zu machen. Also wird das diese Serie und die Serie, über die ich da gerade rede, nachdenke, wie auch immer, nennt sich White Collar. Und deswegen bin ich heute auch so businesslike angezogen, obwohl ich trotzdem noch Lolita-Zeug an. Aber halt businessmäßig, weil White Collar eben weißer Kragen bedeutet. Deswegen auch hier dieser wunderschöne weiße Kragen. Ja, White Collar ist eine Krimiserie mit Drama- und Comedy-Inhalten. Bei Wikipedia habe ich das Wort Dramedy, also Drama-Comedy, gelesen, was ich sehr schrecklich finde. Lieber Drama und Comedy. Ja, in der Serie gibt es im Prinzip zwei Hauptcharaktere. Ich versuche jetzt auch immer Bilder einzublenden. Mein favorite Hauptcharakter ist Neil Caffrey. Das ist so der coole Typ. Der ist Meisterdieb und Kunstfälscher, so grob gesagt. Und ist so der charmante Sunny Boy, der irgendwie jeden um den Finger wickeln kann und auch immer so ein bisschen manipulativ ist. Aber ich mag ihn sehr gerne. Ich mag immer so ein bisschen solche soziopathischen Charaktere. Der andere Hauptcharakter ist Peter Burke, beziehungsweise Special Agent Peter Burke. Der arbeitet nämlich beim FBI. Und ja, eigentlich hat Peter Burke 3 Jahre seines Lebens, glaube ich, dafür aufgebracht, diesen Neil Caffrey ins Gefängnis zu bringen. Und die Serie beginnt halt damit, dass Neil Caffrey spektakulär aus dem Gefängnis ausbricht und Peter Burke ihn aber direkt wieder schnappt. Das ist so die erste Folge, ohne großartig zu spoilern. Es geschieht, glaube ich, so in den ersten 10 Minuten oder sowas. Das baut sich eigentlich daraus auf, dass da noch eine längere Geschichte dahinter steckt mit der Freundin, die der Neil Caffrey früher hatte und die dann plötzlich verschwindet und. Ich möchte da jetzt hier keine Spoiler machen, denn sowas hasse ich ja selber total, aber das gehört halt so zur groben Story dazu. Ja, die Nebencharaktere, so die groben wichtigen Nebencharaktere, sind einmal Mozzie, der eigentlich Teddy Winters heißt. Und ja, so im Prinzip so ein kleiner Hacker-Nerd ist, der eben der beste Freund von Neil Caffrey ist und ihn halt immer so hilft mit Sachen, die er halt nicht so kann oder eben wenn es Jobs für 2 Personen gibt oder sowas. Und als anderen Nebencharakter von den wichtigen Leuten gibt es noch die Frau von dem Peter Burke, das ist die Elizabeth Burke. Die, ich glaube, am Anfang, ja, am Anfang hat sie auch schon eine größere Rolle, aber ich glaube, erst mit der Zeit kommt sie eigentlich immer mehr so ein bisschen rein. Ja, das sind so die Hauptnebencharaktere. Genau. Die Story habe ich ja jetzt schon so ein bisschen angeschnitten. Es geht eigentlich immer die ganze Zeit um so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel. Also, obwohl. Das Große und Ganze ist halt, dass sie später zusammenarbeiten, beziehungsweise schon in der ersten Folge. Also der Neil Caffrey schlägt dem Peter Burke, dem FBI-Agent, vor, dass er ihm halt, weil der FBI-Agent nämlich eben so für Kunstfälschung und sowas eben arbeitet, also um das halt aufzuhalten und die Leute da zu schnappen, schlägt er ihm halt vor, dass er ihm da halt behilflich sein kann, weil er sich ja eben in der Szene auskennt, weil er sowas ja auch erkennt,
eben, wenn das Fälschungen sind und. Und so tun die sich dann nach hin und her eben zusammen. Aber es ist halt trotzdem die ganze Zeit so ein Katz-und-Maus-Spiel, weil natürlich der Böse ja auch immer was Böses im Schilde fühlen muss, obwohl er ja eigentlich gar nicht so böse ist. Aber ja, er verfolgt halt doch immer irgendwie seine eigenen Ziele. Die beiden wachsen sich aber mit der Zeit doch trotzdem ganz ans Herz. Und ja, zwischen den beiden stimmt einfach die Chemie. Also, die zwei sind einfach super toll. Ja, also so alles in allem ist es halt eine richtig gute Krimiserie, obwohl es nicht so speziell diesen typischen Krimi-Faktor hat. Also, es gibt eigentlich keine Morde, glaube ich. Vielleicht gab es auch mal hin und wieder so einen Mord, aber das ist halt nicht so dieses typische Mordzeugs-Dingels, sondern es geht halt wirklich eher darum, irgendeiner macht was Böses und den müssen wir jetzt fassen, so dieser Krimi. Die Folgen sind auch so aufgebaut, dass es an sich meistens immer in jeder Folge so einen Fall gibt, der dann halt gelöst wird. Und an sich kann man sich die Folgen halt auch einzeln anschauen. Also machen ja viele eben, wenn die da irgendwie nicht so konstant gucken können oder wenn es gerade im Fernsehen läuft oder sowas. Also das ist durchaus möglich. Aber es gibt natürlich doch schon auch einen roten Faden, der halt die ganze Zeit mitläuft. Eben mit dieser Freundin und. Ja, genau. Und es gibt durchaus auch solche Schlüsselepisoden in den Staffeln, die dann halt eben dieses rote Fadengeschehen vorantreiben, die man dann natürlich nicht versteht, wenn man einfach nur so reinguckt. Aber ja, so an sich kann man sich die auch einfach mal so anschauen. Aber ich glaube, wenn man so die ersten Folgen guckt, ist man sowieso total drin, weil man dann einfach wissen will, wie es weitergeht. So ging es zumindest mir. Und damit habe ich nämlich auch diesen Punkt, ob die Pilotfolge gut ist, beziehungsweise ob so die erste Staffel gut ist, ist ja auch schon gleich abgehakt, weil die Pilotfolge ist schon gleich super und die ersten Folgen der ersten Staffel sind auch super. Also ich habe sie nämlich letztens jemandem gezeigt, also ich habe zwei Folgen mit jemandem nochmal vom Anfang geguckt und der war dann auch gleich drin und hat dann auch gleich die erste Staffel gesuchtet und dann die nächste und. Das ist auf jeden Fall so ein kleiner Suchtfaktor, den man damit erwischen kann. Und ja, ich habe mir hier so meinen Zettel aufgeschrieben, damit ich nicht vergesse, was ich hier alles noch sagen wollte. Genau. Ja, so insgesamt würde ich behaupten, dass die Dialoge gut sind, wobei ich mich tatsächlich nicht mehr an so viel erinnere, weil es halt wie gesagt schon eine Weile her ist. Und ich sagen muss, als ich jetzt die ersten zwei Folgen nochmal geguckt habe, dachte ich erstmal so, oh Gott, so schlimm war das am Anfang. Also es ist nicht schlimm. Wie gesagt, der andere war auch gleich drin und hat es gesuchtet. Es ist wirklich eine gute Serie. Aber so am Anfang, wenn man halt die letzten Folgen gesehen hat und dann nochmal die ersten Folgen sieht, ist es halt einfach so dieses, die Charaktere haben sich halt wirklich krass weiterentwickelt und am Anfang war es halt doch schon ein bisschen schlechter geschrieben, als es dann eben später geschrieben war, aber es war trotzdem gut am Anfang, ja, also da gibt es wesentlich schlechtere Serien. was haben wir noch? Ach so, genau, ich habe mir noch Cliffhanger aufgeschrieben, weil das ja auch immer sowas ist. Ich habe so Serien, wo in jeder Folge am Ende ein Cliffhanger ist und ich mir immer denke, ach, das ist hier jetzt nicht der Fall. Also wie gesagt, meistens sind die Folgen doch schon eher abgeschlossen. Es gibt aber durchaus Cliffhanger und ich erinnere mich auch daran, dass es, glaube ich, immer so pro Staffel ungefähr eine Doppelfolge gab. Also sprich mindestens eine Folge, an der wirklich dann ein richtiger Cliffhanger ist, wo man weitergucken muss. Und dann eben noch so, meistens waren das, glaube ich, immer so die letzten zwei Folgen. Und das Ende der Staffel war eigentlich immer so ein gewisser Cliffhanger. Also ich habe vorhin nochmal so kurz reingeschaut. Erste Staffel war ein krasser Cliffhanger, zweite Staffel ging und danach habe ich nicht mal weitergeguckt, weil ich mir dachte, okay, das reicht. ja, zu der Serie selbst. Die Serie hat 6 Staffeln und ist damit auch abgeschlossen. Von den Staffeln selber gibt es insgesamt 81 Folgen. Also es gibt 81 Folgen dieser Serie in 6 Staffeln. Und pro Staffel gibt es ungefähr 13 bis 16 Folgen. Beziehungsweise bei der letzten, also bei der 6. Staffel, gab es nur 6 Folgen, weil wahrscheinlich die Serie nach der 5. eigentlich eingestellt werden sollte und die dann sozusagen nochmal so ein paar Folgen gedreht haben, um die Serie zu einem Abschluss zu bringen. Das hat man am Ende auch so ein bisschen gemerkt. Also man hat gemerkt, da steckt auf jeden Fall noch viel Potenzial drin und man hätte wesentlich mehr machen können. Und ich glaube, die hätten das auch gerne weitergeführt. Aber ich finde, die letzten Folgen haben das trotzdem ganz gut abgeschlossen. Man hätte sich natürlich mehr gewünscht, aber es war schon gut.
Und alles in allem muss ich echt sagen, ich habe die Serie komplett durchgesuchtet. Also es gab keinen Moment, wo ich mir dachte, oh, jetzt ist sie ja voll langweilig oder so. Oder oh, jetzt wiederholt sich das schon wieder. Sondern es war wirklich die ganze Zeit so, dass ich mir dachte, oh geil, spannend, ich muss weiter gucken. Oh, nächste Folge, nächste Folge, nächste Folge. Und das hat man doch eher selten, würde ich sagen. Also ich habe tatsächlich noch kein, na, außer vielleicht eine aber sonst habe ich tatsächlich keine Serie gehabt, wo ich mir dachte, okay, die kann ich mir jetzt nochmal komplett neu angucken. Gerade nicht bei so einer Länge. Also ich meine, 81 Folgen, stimmt, das habe ich ja vergessen, 45 oder 40 Minuten. Also eben so diese typischen langen Folgen, die halt im Fernsehen immer eine Stunde dauern. Ist schon, sich das nochmal komplett reinzuziehen, obwohl man es schon gesehen hat, ist schon ordentlich. Aber es ist halt wirklich so eine Serie, man hat die ganze Zeit mitgefiebert und selbst wenn man jetzt den roten Faden sozusagen kennt, dadurch, dass diese Folgen eben einzeln trotzdem noch so gut aufgebaut waren und man sich die trotzdem noch so angucken konnte, ist es halt trotzdem was, was man sich im Prinzip eben nochmal angucken kann, weil man sich natürlich an die meisten Fälle von diesen einzelnen Episoden eh nicht mehr dran erinnert. Und ja, bei den ersten zwei Folgen konnte ich mich tatsächlich nicht mehr wirklich dran erinnern. Und das Geilste war sogar, dass, glaube ich, in der ersten Folge der Crowley von Supernatural mitgespielt hat. Und ich mir auch so dachte, ach, der war ja auch dabei. Ja, es war aber nur so ein Nebencharakter. Aber es ist immer wieder sehr lustig, gerade bei meinem Serienkonsum, wo man dann in Serien immer wieder andere Charaktere wieder sieht, die man halt aus anderen Serien kannte und so. Wobei ich sagen muss, den Schauspieler von Crowley habe ich schon jetzt in sehr vielen Serien mindestens so als Nebencharakter in einer Folge wieder gesehen, was ich schon immer wieder sehr witzig finde. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ich glaube, das war's alles schon. Ich habe, glaube ich, alles abgearbeitet. Ja, es ist eine sehr spannende Serie. Gerade auch, weil man ja eben die ganze Zeit so ein bisschen diesen roten Faden eben auch verfolgt und was Neil Caffrey als nächstes wieder anstellt, um wieder ins nächste Fettnäpfchen zu treten von Peter Berg. Und ja, das, obwohl Neil Caffrey halt wirklich der Schambolzen schlechthin ist. Also der kriegt echt jeden um Finger gewickelt. Und es ist tatsächlich auch so, dass der Schauspieler das auch super rüberbringt. Also wenn ich den so in dieser Rolle sehen würde, würde ich dem wahrscheinlich auch alles abkaufen, weil echt super geschauspielert. Aber der Schauspieler ist auch genial. Den mag ich. Er hat aber leider nicht wirklich woanders noch mitgespielt. Also vielleicht auch nur so als Nebenrolle, aber es ist leider die einzige Serie, wo er so konstant mit dabei war. Mach mehr! ja, das war mein Serienbla. Ich weiß noch nicht, wie ich es nenne. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Für das nächste Serienbla-Ding würde ich mir von euch wünschen, dass ihr mir mal irgendwie so sagt, was euch interessieren würde. Also wenn euch eine Serie vorgeschlagen wird von jemandem, was möchtet ihr da wissen? Ich habe ja jetzt schon relativ viel angesprochen. Ich kann auch nochmal, ich habe es ja ordentlich gemacht, kann meine Liste ja nochmal zeigen. Ich habe mir das nämlich jetzt hier so aufgeschrieben, habe halt hier so Titel, Genre, Charaktere, Story, roter Faden, Einzelfolgen, gute Dialoge, Spannung, Humor, Cliffhanger, Staffeln, Folgen pro Staffel und hier Bewertungen, Pilot, erste Staffel. Und wie der Stand aktuell ist, also ob es abgeschlossen ist oder so. Und ich glaube, das ist zwar jetzt schon so ein ganz gutes Übersichtsding, aber falls ihr da irgendwie noch was habt, mir fällt halt jetzt nichts weiter ein, weil ich habe ja jetzt schon relativ viel. Aber falls ihr irgendwie sagt, hier, mich interessiert das und das an der Serie oder ich gucke Serie nur, wenn sie das und das haben, würde mich mal super interessieren, weil dann kann ich das beim nächsten Mal ja vielleicht mit dazu nehmen. Beziehungsweise ich beantworte natürlich auch gerne Fragen jetzt zu dieser Serie. Ich habe versucht, das so spoilerunlastig wie möglich zu halten. Ich glaube, es ist mir auch ganz gut gelungen. Ich glaube, ich habe nur so die ersten 10 Minuten der ersten Folge ein bisschen gespoilert, aber ist ja nicht so dramatisch. Ich hasse nämlich Spoiler selber immer extrem. Ich könnte Leute immer töten, wenn sie mir irgendwas spoilern. Und deswegen möchte ich das auch auf jeden Fall nicht bringen. Aber weil mir das jetzt schon von jemandem so ans Herzen gelegt wurde, dass das vielleicht noch ganz interessant wäre. Jemand hat mir gesagt, es wäre vielleicht auch ganz cool, dadurch, dass ich halt so viele Serien gucke, so Serienvorstellungen nicht so als Vorstellung wie das jetzt zu machen. Also eben so
habt ihr noch nicht gesehen, guckt euch das an, sondern eher so, seid ihr jetzt auch gerade am Gucken, so eine Diskussion oder Besprechung von einer einzelnen Folge oder von einer Staffel oder von der ganzen Serie. Also zum Beispiel, wenn ich das jetzt von dem White Collar machen würde, wäre das ja eher so eine Seriennachbesprechung, wie man so die ganze Serie gefunden hat. Das würde dann natürlich auch Spoiler beinhalten, aber das wäre halt so für die Leute, die die Serie auch gesehen haben, um eben mal andere Meinungen zu hören. Da würde mich interessieren, ob euch das halt interessieren würde, ob ihr euch sowas angucken würdet und ja, ob ihr sowas gerne von mir sehen möchtet, was ich so zu Serien sage, ob die sie mir so im Nachhinein gefallen hat. Also ich meine, die Serie habe ich jetzt auch schon gesehen, aber es war ja jetzt nur so, guckt sie euch an, White Collar, echt cool. ja, ich glaube, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, mein cooles White Collar Outfit hat euch auch gefallen. Tja. Ich fand es sehr cool. Ich glaube, so muss ich mal rausgehen. Sieht voll. Ich könnte so, glaube ich, auch businesslike auftreten. ja, wenn euch das gefallen hat, vergesst nicht den Daumen hoch. Ihr dürft mir natürlich immer Fragen stellen, auch nicht dazu. Also ihr könnt mir auch andere Fragen stellen, wenn euch irgendwas einfällt. Aber natürlich auch jetzt dazu, weil das natürlich für mich auch interessant ist, um das halt eventuell für eine nächste Episode mit reinzubringen. Und ja, wenn euch das gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, schreibt mir das auf jeden Fall auch in die Kommentare. Aber vergesst auch nicht, mich zu abonnieren. Ich habe auf jeden Fall vor, sowas noch weiterzumachen, weil mir das eigentlich Spaß macht. Weil ich dann mehr Leuten Serien präsentieren kann, die vielleicht auch nicht so präsent waren im Fernsehen, obwohl sie eigentlich voll gut waren. Und ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!